Festival gibt es seit 15 Jahren. Ich kenne das Festival tatsächlich auch schon lange, bin aber jetzt erst seit 3 Jahren dabei als Festivalleiterin. Das IDO Festival ist deshalb ganz spannend, weil es so viele verschiedene Zielgruppen hat. Das Festivalprogramm ist in 5 verschiedene Sparten aufgeteilt und zu jeder dieser Sparte, würde ich sagen, kommt auch ein anderes Publikum. Auf der Welt hunderte, um nicht zu sagen tausende Orgelfestivals überall. Aber auf allen Orgelfestivals hört man immer wieder Bach und Buxtehude, Max Reger und wie diese ganz fantastischen Komponisten alle heißen. Wir haben gesagt, wir wollen die Bedürfnisse der Menschen stärker berücksichtigen. Wir wollen den Jazzfreunden Jazz bieten. Wir wollen den Tanzfreunden Tanz bieten. Wir wollen den Dichter, Freunde, Dichtung, darum Orgel mit Jazz und Orgel mit Tanz und Orgel mit Malerei und so weiter. Das Festival hat über 20 Spielstätten. Das macht das Ganze auch sehr aufregend und interessant zu organisieren. Das sind natürlich im Wesentlichen Kirchen. Dabei ist aber auch die Blackbox, das Filmkunstkino in Düsseldorf, jedes Jahr jetzt mit einem Stummfilm vertreten, in diesem Jahr Panzerkreuzer Potemkin, auch ausverkauft wie viele unserer Veranstaltungen.